So ihr Lieben, was ging denn gestern Nacht ab? Das war ja wirklich, was bei mir auf Instagram abging in den Privatnachrichten, das habe ich so ja noch nie erlebt. Das waren 30, vielleicht sogar fast, na 40 waren es nicht, aber es waren locker 30 Nachrichten gewesen, die permanent reingeballert haben. Ey Tobi, hast du das schon mitbekommen? Hast du mitbekommen, dass ein neuer Jurassic World Film angekündigt wurde? Sag mal, hast du mitbekommen, dass ein neuer Jurassic World Film angekündigt wurde? Und ich dachte mir irgendwann, ja, Leute, ja, ich hab's mitbekommen. Das Ding ist eben einfach nur, ich gehe ja ziemlich früh ins Bett, weil ich ja morgens um 4 Uhr schon wieder aufstehen muss. Das heißt, die Zeiten, die ihr mich zugeballert habt mit euren Nachrichten, da habe ich eigentlich schon im Bett gelegen. Ist aber vollkommen cool. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mir wirklich auch diese News mitgeteilt habt und das mehr als dreifach, mehr als vierfach, also unfassbar häufig. Und ich habe mir das Ganze dann durchgelesen und ja, das hier ist wirklich offiziell bestätigt. Ein Jurassic World Film, darauf gehe ich gleich nochmal ein, warum Jurassic World, wurde offiziell angekündigt und der ist bereits schon in Arbeit. In diesem Video jetzt hier erfährst du alles, alles was wir bis zu diesem Datum heute zum neuen Jurassic Film wissen. Wer ist mit an Bord, wer ist nicht mit an Bord, wer sitzt eventuell auf dem Regiestuhl, wer ist komplett raus aus der Nummer, was könnte die Story sein, was wurde gesagt, worauf wir uns jetzt einstellen müssen, bekommen wir ein Remake, bekommen wir ein Reboot, ich habe die ganzen Infos jetzt hier für euch zusammengetragen. In diesem Sinne fangen wir jetzt an und viel Spaß mit dem Video. Ich habe im Internet immer öfter in Artikeln so den Vergleich gelesen. Das ist ja wie damals, als Jurassic World 1 angekündigt wurde. Fans haben sich seit der Ankündigung zum allerersten Jurassic World Film so lange nicht mehr auf einen Film aus dem Jurassic Franchise freuen können. Da denke ich mir allerdings, das stimmt so nicht ganz, weil die Zeitspanne von Jurassic Park 3 zu Jurassic World ist doch ein bisschen länger als jetzt von Jurassic World Dominion bis hin zu dieser Ankündigung. Ich meine, Jurassic World Dominion kam wann im Kino? 2022 oder 2021? Ich werde es ja gerade mal einblenden. Jetzt haben wir 2024 und bekommen eben den nächsten Jurassic-Film jetzt angekündigt. Und das macht auch irgendwo Sinn, denn man hat das Ganze ja schon langsam ins Rollen gebracht mit der ebenfalls frisch angekündigten Animationsserie Jurassic World Chaos Theory. Und ich hatte damals gesagt, dass meine Theorie dahinter ist, dass wir Jurassic World Chaos Theory dieses Jahr bekommen werden. Die Serie soll ja 2024 erscheinen. Und ein Jahr drauf könnten wir die Ankündigung für einen neuen Jurassic World Film bekommen. Das war jetzt nicht so ganz richtig, denn wir haben im selben Jahr die Ankündigung bekommen. Von vornherein will ich jetzt aber hier sagen, ihr könnt meine Theorie, wie das Jurassic-Universum aufgebaut sein wird, jetzt über den Haufen werfen. Wir haben jetzt eine eher offizielle Angabe, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und ich habe ja gesagt, okay, ich schätze einfach mal, wir werden das Jurassic World-Ding weiterführen. Die neuen Filme werden sich immer mehr anfühlen wie die alten Jurassic World-Filme, also die Jurassic World-Trilogie. Es wird mehr Action geben, es wird mehr familienfreundliche Action geben, das wird die Zukunft bringen und währenddessen werden wir immer wieder auch mal zurückspringen in die Vergangenheit und werden dann eben auch da Geschichten erzählen. Das war meine Theorie, wenn es eben darum ging, ein Jurassic-Universum aufzubauen. Alles falsch, können wir jetzt echt in die Tonne treten. Wir wissen jetzt, in welche Richtung es gehen soll. Lasst mich gerade mal überlegen, wie ich das Ganze am besten anfangen soll. Wir beginnen einfach mal damit, wer denn der Drehbuchautor des neuen Jurassic World-Films werden wird. Und das ist niemand Geringeres als David Koepp, heißt er glaube ich, oder Cap. Ich werde sie wieder mal einblenden. Ich habe die Nachricht eben gerade erst gelesen und bin jetzt direkt vor die Kamera gesprungen. Verzeiht mir, wenn ich da ein paar Namen noch nicht auswendig kann. Ich werde sie auf jeden Fall hier immer berichtigen in den Texten. Auf jeden Fall ist dieser Mann unter anderem auch maßgeblich am Drehbuch zu Jurassic Park und The Lost World Jurassic Park 2 mit dabei gewesen. Und ich weiß, es gibt da draußen einige, die sagen, oh, Jurassic Park 2 war jetzt aber halt nicht so geil gewesen, weil da gab es ja am Ende dann die Szene mit dem T-Rex in der Stadt und das ist ja so ganz komisch. Und kleiner Fun-Fact noch an euch da draußen, die Sache mit dem T-Rex in der Stadt, das kam alles von Steven Spielberg und nicht von David Koepp. Also von daher, ja, sind wir jetzt wieder im Rennen, obwohl darauf gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Außerdem kennen wir alle David Koepp auch bereits aus The Lost World Jurassic Park 2 und zwar nicht nur als Drehbuchautor, nein, ebenfalls als Statist. Wenn ihr euch jetzt fragt, wann, wo... David Koepp ist der Kerl hier, der vom T-Rex in San Diego gefressen wird und als Unlucky Bastard bekannt ist. Ja, der Mann, der hier vom T-Rex hinter dem Auto zerpflückt wird, wird das Drehbuch zum kommenden Jurassic-Film schreiben. Wer hätte es gedacht? Finde ich irgendwie ganz cool. Das ist ein ganz cooler, lustiger Side-Fact. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt hier von
David Koepp einen komplett neuen Film präsentiert. Ebenfalls hat Koepp angegeben, ja, der neue Jurassic-Film wird ein Reboot werden. Und da haben jetzt auch einige in die Kommentare und auch privat geschrieben, jetzt schon ein Reboot? Hä, verstehe ich aber nicht. Ich dachte, die wollten keinen Reboot machen. Ihr dürft hier bei Reboot nicht mit Remake verwechseln. Wir bekommen kein Remake der Geschichte geliefert. Ein Remake wäre es, wenn man jetzt Jurassic Park nehmen würde, würde das Ganze noch einmal neu erzählen. Das heißt, exakt dieselbe Geschichte würden wir noch einmal von vorne erzählen, nur in einem anderen Look, eben in einem Remake-Look. Das wird allerdings nicht passieren. Das Reboot, das wir jetzt hier bekommen, wird an Jurassic World Dominion anschließen. Das heißt, die gesamte Jurassic-Saga ist in der Welt des neuen Jurassic-Films ebenfalls passiert. Allerdings werdet ihr die anderen 6 Filme nicht kennen müssen, um den neuen Film zu verstehen. Dieser neue Film fängt etwas komplett Neues an. Eine neue Geschichte in einer Welt mit Dinosauriern. Und diese Geschichte soll nun zu den Wurzeln von Jurassic Park zurückgehen. Ich bin bei der Aussage noch ein bisschen vorsichtig, denn auch Colin Trevorrow hat damals gemeint, naja, der Kurzfilm Battle at Big Rock, der ist ja sehr Jurassic Park-mäßig, ne? Und Jurassic World Dominion wird genauso sein wie der Kurzfilm. Kleiner Spoiler, war im Endeffekt gelogen. Sollten wir allerdings wirklich jetzt zurück zu den Wurzeln von Jurassic Park zurückkommen? Was ja auch irgendwie Sinn macht, denn wir bekommen ein Jurassic Park Videospiel mit Jurassic Park Survival und David Koepp ist ja verantwortlich für Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2, dann wird der neue Jurassic Film auf jeden Fall düsterer und ernster werden als eben die Jurassic World Filme. Ebenfalls wurde offiziell bestätigt, dass sowohl Bryce Dallas Howard als aber auch Isabella Salmon heißt sie, glaube ich, also Maisie und Chris Pratt, die werden raus aus der Nummer sein. Macht ja auch Sinn, bei diesem Reboot soll eben nichts mehr an die alten Filme anknüpfen. Es wird wahrscheinlich hier und da kleine Verweise nochmal an den Jurassic Park geben, ja. Aber dieser neue Film soll eben guckbar sein für Leute, die die anderen 6 Filme nicht gesehen haben. Ebenfalls hat Colin Trevorrow rein gar nichts mehr mit dem Film zu tun. Colin Trevorrow ist laut offiziellen Aussagen von David Koepp nicht mal irgendwo in der Nähe vom Set. Der ist so weit weg, der hat wahrscheinlich vom Anwalt ein Schreiben bekommen, er darf sich nur so und so weit dem Set nähern oder irgend sowas. Auf jeden Fall ist Colin Trevorrow nicht mehr mit am Start, was mich sehr freut. Was aber auch auf der anderen Seite dann zu einer Bredouille führt, wir haben keinen Regisseur mehr. Jetzt kommen wir zu einer News. Auf diese News folgt eine Theorie, eine Aussage. Und zwar ist Steven Spielberg Exclusive Producer des neuen Jurassic World New Era Films. Und da mag man jetzt erstmal aufschreien und sich denken, boah, Steven Spielberg ist wieder zurück. Aber was heißt das denn? Als Exklusivproducer? Naja, das heißt so viel, dass Steven Spielberg maximal mal am Set vorbeigefahren sein müsste und sagen müsste, ja, finde ich gut, was ihr da macht. Jetzt ganz dumm runtergebrochen, allerdings kennt jemand von euch den Film Mortal Engines, wo diese Städte auf Rädern fahren können und auf dem Plakat ganz groß drauf stand, von Peter Jackson, dem Produzenten von Herr der Ringe. Und dann kam raus, nee, der war nur Executive Producer und nicht mehr und Peter Jackson hat auch nicht mehr gemacht als... Der ist mal wohl kurz ans Set gefahren und hat irgendwie seinen Segen dazu gegeben und es sind schon ein paar Einflüsse von Peter Jacksons Firma und von Zusammenarbeit mit Herr der Ringe in den Film mit eingeflossen, aber das hat nichts zu heißen, dass das irgendwie großartig ein Steven Spielberg Film werden soll. Jurassic World 1 ist auch so ein Beispiel dafür. Bei Jurassic World 1 war Steven Spielberg ebenfalls ein Executive Producer gewesen. Allerdings gibt es erste Gerüchte, dass nach dem Finale der Indiana Jones Saga mit, ich weiß gar nicht, wie der letzte Teil hieß, Steven Spielberg irgendetwas in der Art gesagt haben soll, wie dass er in Zukunft seine Projekte, die er damals angefangen hat, nicht mehr von fremden Händen fertig drehen lassen will. Das Ganze war nie auf das neue Jurassic-Projekt bezogen, nein, das war eben damals auf diesen Indiana-Jones-Film bezogen. Allerdings könnte es, wenn wir wirklich viel Glück haben, tatsächlich dazu führen, dass wir nicht einfach nur den Drehbuchautor von Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 zurückbekommen, nein, es könnte dazu führen, dass wir tatsächlich Steven Spielberg wiederbekommen, der uns nun eine neue Ära präsentieren will. Denn der neue Jurassic-Film wird ebenfalls der Anfang einer scheinbaren Trilogie werden. Da bleibt natürlich immer abzuwarten, wie dann eben auch die Zuschauerzahlen sind, wie die Bewertungen sind, wenn der Film dann irgendwann veröffentlicht wird. Allerdings ist der Plan, hier eben eine Trilogie zu erschaffen. Und der Film soll, naja, in Anführungszeichen, wie früher werden. Und ey, keine Ahnung, also wenn Steven Spielberg dann doch irgendwie sagen würde, ich mach das,
Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein krasses Feeling werden würde, wenn wirklich David Koepp zurückkommt, wenn Steven Spielberg zurückkommt? Das wird ein Jurassic-Projekt, wie wir es uns immer gewünscht haben, beziehungsweise wie wir uns das Ganze nie gewünscht haben, weil wir uns nie vorstellen konnten, dass sowas eventuell nochmal passiert. Achso ja, Lex und Tim werden auf gar keinen Fall die Hauptrollen spielen. Das ist zumindest aktuell, sollen alle alten Figuren eben rausgenommen werden. Fand ich so ein bisschen schade, weil ich habe ja gesagt, Lex und Tim, ich finde die beiden Schauspieler einfach saucharismatisch, aber es macht schon Sinn, die beiden nicht mehr einzuführen, weil wenn Lex und Tim jetzt mit dabei wären, dann würde man nicht drum rumkommen, um auf die alten Filme einzugehen. Und das will man eben so gut wie gar nicht mehr machen. Wie gesagt, soll eben ein Reboot werden und mal gucken. Wir fangen also wieder irgendeine neue Geschichte bei Null an und nehmen so wenig Bezug wie möglich auf die vorherigen Filme. Und jetzt kommen wir zur nächsten News, die ich am Anfang für sehr unwahrscheinlich gehalten habe. Allerdings stimmt das wahrscheinlich tatsächlich, nämlich es wird überall geschrieben, bei The Hollywood Reporter, bei deutschen Filmmagazinen zum Teil, dass der neue Jurassic-Film bereits 2025 in die deutschen Kinos kommen soll oder generell in die Kinos kommen soll. Das heißt, wir bekommen einfach dieses Jahr die neue Jurassic World Chaos Theory Serie und dann nächstes Jahr schon den nächsten Jurassic World New Era Film, wie auch immer das Teil dann heißen wird. Ich habe mir das durchgelesen und mir gedacht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil wenn die jetzt anfangen, das Drehbuch zu schreiben, dann wird der Film ja wohl kaum nächstes Jahr schon fertig sein. Und die Wahrheit ist tatsächlich, dieses Drehbuch ist schon länger am Bewerkstelligen, also die werkeln da schon länger dran rum, nämlich tatsächlich schon während Jurassic World Dominion noch in den Kinos gelaufen ist. Jurassic World Dominion hat laut Aussagen des Studios, also Universal selber, nicht den Effekt gehabt auf die gesamte Filmreihe und eben auch auf die Zuschauer, den die sich dabei erhofft haben. Und auch das ist wieder so eine Sache, die mich total freut, weil ich hätte wetten können oder hab mit euch sogar gewettet, dass das Studio nur auf die Einnahmen gucken wird. Und die Einnahmen waren brachial. Ich meine, alle Jurassic-Filme zusammen haben, glaube ich, ungefähr 6 Milliarden eingespielt. Davon hat einfach Jurassic World Dominion über 1 Milliarde eingespielt. Also, und ja, das war wirklich schon grandios. Ich glaube tatsächlich, dass Jurassic World 1 am meisten eingespielt hat. Ich werde es hier mal einblenden nebenbei. Aber nein, sie gucken hier nicht wirklich auf die Zahlen, sondern sie sagen wirklich, okay, die Kritiken, die Reaktion der Zuschauer und das Endergebnis hat uns persönlich einfach auch nicht so sehr gefallen. Deswegen rudern wir jetzt wieder ein Stück zurück und wir bekommen nicht ohne Grund ein Jurassic Park Survival Spiel, das uns jetzt auch schon wieder die Wurzeln des Jurassic Park näher bringt. Nein, ich könnte mit euch wetten, dass dieses Spiel uns ein bisschen darauf vorbereiten soll, dass der neue Jurassic-Film ebenfalls wesentlich düsterer werden wird. Ja, das sind auf jeden Fall die neuen News, die so aus dem Nichts rausgeschossen kamen. Vergesst alle Theorien, mit die Geschichte geht mit Maisie weiter. Vergesst alle Theorien, dass Jurassic World weiter in die Richtung geht. Nein, wir fangen quasi nochmal ganz von vorne an und rebooten die ganze Nummer nochmal. Wer Resident Evil kennt, ganz gutes Beispiel. Resident Evil 7 ist ein Reboot der gesamten Reihe. Man hat nach Resident Evil 6 hat man sich gesagt, okay, wir machen die Reihe jetzt hier, machen wir einen Cut und gehen nochmal zurück zu den Wurzeln. Und trotz allem spielt das Spiel aber nach den anderen Resident Evil Filmen. Ohne groß darauf einzugehen, ohne dass du als Spieler groß verstehen musst, was davor passiert ist. So wird das Ganze jetzt eben auch passieren. Also ich habe da echt Bock drauf. Ich mag wirklich die Idee dahinter, dass das Jurassic-Universum einfach mehr gerafft hat, als Marvel es jemals raffen wird. Und einfach hier jetzt sagt, wir machen einen Cut bei Dominion. Denn zum einen war die Geschichte hier offiziell vorbei. Wir haben die Geschichte als das große Finale angekündigt. Zum anderen war der Film eben nicht das, was wir haben wollten. Der Film war auch nicht das, was die meisten Fans haben wollten. Deswegen jetzt hier einfach Schnitt. Und wir machen jetzt hier eine ganz neue Art von Jurassic-Film draus. Neue Tonart, neue Hauptdarsteller, ganz neue Geschichte. Und trotz allem spielt der Film nach Jurassic World Dominion. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich bin da unfassbar gehypt drauf. Ihr habt ja keine Ahnung. Ich stehe hier übrigens gerade echt um 5 Uhr morgens und habe unter dem Pulli immer noch meinen Schlafanzug drunter. Da kann man das sehen. Einfach nur, weil ich mir gedacht habe, ich muss unbedingt vor die Kamera springen. Ich bin total aufgewühlt deswegen. Ich finde das eine unfassbar geile Sache. Und ich finde diesen Vorgang sogar noch geiler, als jetzt ein Universum auszuschlachten und zu sagen, ja, wir gehen jetzt zwar mit der Geschichte weiter und dann da aber nochmal zurück und da gehen wir nochmal an den Seiten raus und da gibt es eine Vorgeschichte über Dr. Grants Hut, wo der gebaut wurde und das brauchen wir alles nicht. Die Geschichte geht erstmal wirklich weiter als Reboot. Ob dann irgendwann noch so ein Universum kommt, wer weiß. Mal gucken. Aber lasst mich jetzt wie immer eure Meinung dazu in den Kommentaren unten wissen. Wie denkt ihr darüber? Habt ihr Bock da drauf? Und keine Ahnung, all eure Gedanken in die Kommentare unten rein. Ich bin für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.